Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen hier zurück zu LS17, Wildfarming-Projekt mit den Werner, mit den Ansgar und mit den Tino. Hallöchen. Hallo. So, ich habe keinen Dunst, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin, wenn ich ehrlich bin. Aber ich sehe hier, muss ich... Aber, es ist mal wieder die erste Aufnahme im neuen Jahr, deswegen noch besonders Neues, weil es mir aus dem letzten Video vergessen hat. Ja, wir sind leider nur zu viert. Der liebe Füßi ist wahrscheinlich noch auf dem Heimweg und Bude ist auch erst später zu Hause. Ja, deswegen leider nur zu viert, aber keine Angst, es ist, niemand hat das Projekt verlassen. Außer Lein. Genau. Außer Lein, ja, aber das haben wir ja, den haben wir ja gebürtig verabschiedet. Gebührend. Nicht? Ja, doch. Nicht gebürtig, sondern... Ich wollte gerade sagen, gebürtig ist was anderes. Habe ich gebürtig gesagt? Ja. Ah, okay. Sorry. Ich bin gerade aus der Badewanne geklettert. Ja? Jetzt nackt vor der Facecam oder was? Ja. Okay. Nippel. Natürlich nicht. Will ich niemand antun. So, Was ist mal ein Adoniskörper? Was heißt denn, ich hatte mal, du Penner? Ja. Und du halt jeden Tag oder viel pumpen warst, nicht jeden Tag, aber halt viel. Ja, das ist aber auch eine Menge Zeit, die da verstreicht. Das ist wiederum richtig, ja. Der das bei meiner Frau, ihrem Bruder, der ist ja nun auch ziemlich krass drauf, was das betrifft. Okay. Und geht ja jeden Tag und ja, das ist natürlich enorm viel Zeit, auch teilweise Geld. Und ja, aber ich weiß gar nicht, wie alt ist der? 22? Ach, keine Ahnung. Irgend sowas in der Dreh. In dem Bereich, dass du ja auch so hast. Genau. Ah. Ist das letzte Maisfeld? Ich glaube schon, ne? Ja. Yeah. Wenn das unten an der Gleise nicht das oben ist noch richtig, ist, ne? Dann dürfte es das letzte sein. Ja, Sonnenblumen, ja. Ach ja. So, wir müssen das Admin hier einloggen. Achso, ja genau, wir wollten noch irgendein Schneidwerk kaufen, glaube ich, oder? Ja, das für Sonnenblumen. Ja, genau. Genau. Ich weiß noch nicht, was wir noch kaufen so wollten. Das war nicht das Einzigste. Oh, vor allen Dingen, jetzt können wir uns ausprobieren. Guten ist nicht da. Wow. Weißt du, da werden jetzt die größten Schneidwerke an die kleinsten Mähdrescher gebildet. Nee, man muss dazu sagen, Guten hat in einer Linie schon recht. Nur auf der anderen Seite würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn wir nicht langsam aufrüsten, kommen wir halt nicht voran. Genau. Ja. Und das ist halt korrekt. Das Hauptproblem dran. Richtig. Und deswegen Sonnenblumen. Und großes Schneidwerk. Gibt es im Schneidwerk einen Schneidwerkswagen? Brauchst du nicht, das kannst du zusammenklappen. Also, mir geht es nur darum, ob wir mit dem Drescher runterfahren müssen, weil dann würde ich das eben machen. Das glaube ich nicht. Wir hatten uns, glaube ich, für das Capello entschieden, wenn ich mich recht... 9 Meter, ja. 9 Meter Capello. Mhm. Ja, aber deswegen, zum Abholen müssen wir ja mit dem Drescher runterfahren. Bitte. Das auf alle Fälle, weil wir haben keinen Adapter. Meinte ich, genau. Gut. Naja, es war noch ein neuer Drescher im Genau, der war auch im... Genau. Da ist aber die Frage, was bekommen wir für unseren? Nix. Also, wirklich gar nix. Bist du voll, Randy? So viel? Oh, 18.000 der bekommen. Ah, hinten. Ja, hinten geht. Ja, ne? Ja. Ja, wir haben jetzt den 1660, ne? Ja. Den Axial Flow. Du bist so ab 200.000 aufwärts, lohnt sich's erst. Ja, definitiv, weil der nächste ist nur noch der New Holland CC5. Das wäre keine Verbesserung. Ne, oh Gott. Oh mein Gott. Und dann kommt der Massey Ferguson. So, Entschuldigung. Zweimal Massey Ferguson. Da hatte ich gerade das Gamer-Radio. Oh, ich glaube, dass der Massey Ferguson eine gute Alternative erstmal wäre. Das ist so ein Zwischending. Was kostet denn das? 214. Müssen wir dann den alten verkaufen oder kann man den alten behalten? Achso, wir haben ja gesagt, wir verkaufen ihn, weil der frisst so viel Unterhaltskosten, ne? Ja, aber jetzt können wir nicht verkaufen, dann haben wir ja keinen mehr. Ja, ich sag nur. Oder wir verkaufen... Warte mal. Ich weiß nicht, was das Lager noch auswirft. Wir müssen auch bald mal wieder neuen Dünger kaufen. Genau, hier, ne? Das müssen wir dringend machen.
ab hier. Das Miet, der Mietpreis ist immer für einen Tag? Nee, pro Arbeitsstunde und für einen Tag, glaube ich. Das ist da aufgelistet. Also was der, was du eine Stunde abgezogen kriegst, dann machst du also einmalig pro Stunde und dann irgendwie pro Tag. 23.500 Mietpreis ist natürlich fett. Ja, boah. Mieten, das ist einfach viel zu viel bei den meisten. Das ist auch nicht so gut ausbalanciert, finde ich. Es mag realistisch sein, aber es macht das Mieten einfach sehr, sehr unattraktiv. Also ich glaube, ein Drescher, der 114.000 kostet, ist selbst 23.000 Mieten nicht realistisch. Weiß man nicht. Ich glaube, das ist schon nicht ganz günstig. Ja, aber doch nicht 23.000. Hast du den Drescher 10 Tage vermietet, dann hast du den Neupreis. Das ist ja Quark. Also ja. Für die Zeit ist es unrealistisch, meine ich. Ja, einen Tag, ja, vermutlich einen hast du recht. Ich weiß nicht, was du noch so für Kosten. Weil dann mache ich einen Drescher-Verleih auf. Wann ist Drescher-Verleih? Weil was kostet so ein Ding? Weil du musst ja mal, Ansgar, im Umkehrschluss sehen, was kostet so ein Ding Leasing? Wahrscheinlich, ich stecke überhaupt nicht drin in der Materie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das besonders günstig ist. Aber jetzt, wo du es aufschlüsselst, ist es auch mir klar, dass das vielleicht echt zu hoch ist. Gut, man muss natürlich die ganzen Reparaturkosten und sowas, aber trotzdem. Gegenfrage. Ja. Mieten und Leasing ist nicht das gleiche? Nee. Okay. Beim Mieten ist voll? Es ist ja, ein Leasingvertrag geht ja meist über Jahre. Mindestens ein Jahr. Leasing ist ja das, wenn ich sage, hier, den kriegst du zu dem Preis für die Zeit oder halt für so und so viele Kilometer. Ja, Leasing ist einfach so, du kaufst ein Auto und du kaufst dir ein Auto und tust es halt meinetwegen 3 Jahre leasen. Dann zahlst du halt, wenn du jetzt meinetwegen nichts anzahlen möchtest, zahlst du halt im Monat Summe X und das 3 Jahre lang und danach tust du entweder nachfinanzieren oder zurückgeben oder auslösen, den Restbetrag, der offen ist. Und dann hast du natürlich eine Kilometerbegrenzung, die kannst du aber frei wählen in der Regel. Also du kannst sagen 10.000 im Jahr, 20.000 im Jahr, 30.000 im Jahr. Und je nachdem wird eben deine Leasingrate oder Finanzierungsrate dann höher. Okay. Ja. Da habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe das Schnellwerk noch dran. Verdammte Axt. Alles klar. Ich wollte schon was sagen. Es ist für Firmen immer attraktiv, weil natürlich eine Firma, die Umsatz, also nicht die Umsatzsteuer, die Steuer, wenn du 1.000 Euro Leasing im Monat bezahlst, hast du 190 ja Steuer enthalten und dann, naja, eigentlich ist es falsch, bei 1.190 hättest du 190 Steuer enthalten und die können sie absetzen. Kann mal einer in den Drescher steigen, ich krieg den Fall nicht aus von der Drive Control. Fährt nur vor Ort. Problem verstehe ich bei dir nicht, aber. Ich verstehe es auch nicht, aber ich habe keine Ahnung, was es gibt und wie es beheben kann. Ist das schon jemand? Ja. Nee. Achso. Das war bei. In der Forstaufnahme auch das gleiche. Ja. Das ist auch nicht gesehen, aber wo ich reingesprungen bin, war es dann eigentlich schon weg. Ah, okay, aber er fährt nicht rückwärts. Erst nachdem ich ausgestiegen bin, jemand anders rein und. Ja. Komisch. Schwierig. Ja. Naja, das Problem ist auch beim Mieten und Finanzieren und Leasen und so weiter. Gerade wenn man jetzt PKW oder so sieht, wer kann sich denn leisten, in ein Autohaus zu gehen und ein PKW bar zu kaufen? Ein Auto. Das kommt immer drauf an. Das wäre ja die Alternative. Das kommt immer drauf an. Ganz, ist ganz verschieden. Wenn wir jetzt von einem VW Golf reden, ne? Dann würde ich sagen, wird schon Leute geben, die da reingehen und den Cash kaufen. Wenn wir jetzt von einem Porsche 911 reden. Was ein Golf mittlerweile kostet, teilweise. Ja, aber, nee, als Beispiel, nur als Relation. Weißt du was, Werner? Ja. Weißt du, ich finde, das ist ein richtig geiles Beispiel. Weil jetzt will ich dir was sagen. Was denn? Ich finde, es ist genau umgedreht. Es leasen mehr Leute Golf wie Porsche. Also, ich glaube, es gibt mehr Barzahlung bei Porsche. Ja, das kann gut sein. Da, ich glaube auch, Also, weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Weil wer sich einen Porsche kauft, ne, der leasst ihn nicht. Der kauft ihn so. Ja. Ja. Ja, okay, war ein blödes Golf, Beispiel, ja. Ich war letztens erst bei VW und da stand ein Golf mit ein bisschen Ausstattung und Ritra-Drolala
Neupreis 31.000 Euro. Ja, das ist so heftig, weil gedacht, das so... Ich fall vom Glauben ab. Das war ja lange so das, was man drunter verstand, so als, ja, als Volkswagen halt, so, den sich jeder leisten kann. Für das Volk. Kann. Genau, für ja. einen einfachen Mann irgendwie, dass man das irgendwie sich halt ja. kaufen kann von dem Geld. Aber geht ja gar nicht mehr. Das ist ja auch völlig... Klar, mittlerweile ist ganz viel Schnickschnack da drin, aber trotzdem, das ist irgendwie das... Aber ich glaube, selbst der Grundpreis liegt ja bei 24.000 ja. oder so in der Basisausstattung. Also das ist schon heftig. Dann hat er aber kräftig angesogen die letten Jahre, ne? Ja. Ja, ja. Weil ich weiß, ein VW, glaube ich. Golf 5 damals, mein Onkel hat sich das nackte Modell gekauft für 15.900, glaube ich. Oh, also ich glaube unter 20.000, also... Also da, ich weiß ich nicht. Da war wirklich aber nichts, da war echt gar nichts drin. Es waren drei Türer, minimal PS... Also ich glaube, selbst wenn du wirklich den nackten Golf nimmst, kommst du nicht mehr unter 20.000 bei VW. Ja. Das Schlimme ist, was das Auto in der Produktion kostet. Ja, ein Kumpel von mir. Also ein Kumpel von mir arbeitet bei BMW in Leipzig, der war vorher in München und ist Produktionsablaufmanagement macht er dort. Mhm. Und die bauen dort den i8, den 2er BMW und noch irgendwas, keine Ahnung. Mhm. Und mit dem habe ich mich letztes Mal unterhalten beim Klassentreffen. Mhm. Er sagt, ein 5er BMW, also das aktuelle Modell 5er BMW, hat so eine Produktionskosten und das ist schon teuer, bei BMW teurer wie bei anderen Marken, zwischen 13.000 und 15.000. Oh Mann. Und das Fahrzeug kostet mit normaler Ausstattung, nicht jetzt irgendwie extravagant oder sonst was, 60. Aufwärts. Jo. Hat er auch was gesagt zu dem i8? Ja, dass nur 12 Stück am Tag gebaut werden. Das macht ihn vermutlich so teuer, ne? Das Nein, so. Die Nachfrage ist nicht da. Das Fahrzeug ist einfach unendlich teuer, das war es ja von Anfang an. Und wir haben zu Spitzenzeiten wohl so 20 bis 25 Stück am Tag gebaut und jetzt sind sie so zwischen 8 und 12 am Tag. Okay. Was enorm wenig ist. Also ja. Das ist extrem wenig, sagt er. Na. Aber das ist schon krass, oder? Und ich denke, ein Golf liegt zwischen 3 und 5.000 der Produktion. Ja. Ist es eigentlich jetzt schon so, dass VW Toyota abgelöst hat als Weltmarktführer? Könnte sein, ja. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich denke, da fehlt nicht viel. Ich hatte das mal im Radio gehört, dass es nicht mehr lange dauern wird, aber ob das jetzt passiert ist? Ja. Hat 2015, glaube ich, 6 Milliarden Euro Reingewinn gemacht. Also reinen Gewinn nach allen Abzügen, 6 Milliarden Euro übrig. Deswegen finde ich das so... Haben sie schon mal einen Bonus gönnen, ne? Ich finde das so ekelhaft, wenn die dann da irgendwie was versauen an der Spitze, dann heißt es jetzt bei diesem, nach diesem Skandal, ja, muss unten gespart werden bei den Löhnen und so, also das ist so... Naja. Ja. Das ist, ja. Aber so war es ja damals bei den Banken auch, ne? Die, die es in Dreck gefahren haben, haben noch 10 Millionen Abfindungen bekommen und das aus Steuergeldern, ne, mit diesem Bankenunterstützungspaket und so weiter und so fort, dieses Rettungspaket. Und da haben die teilweise Topmanager 10 Millionen Abfindungen bekommen, sind gegangen und das waren aber die, die die Bank geleitet haben, die in den Ruin gebracht haben. Und das, also da verstehe ich die Welt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, das geht da ganz vielen so, dass man das nicht mehr nachvollziehen kann. Ja. Ich glaube, der VW-Vorstand verdient auch über eine Million im Monat. Ich glaube, liegt irgendwo bei 14 Millionen Jahresgehalt. Aber was macht man denn mit so viel Geld? Das ist doch Wahnsinn. Entweder ausgeben oder irgendwo anlegen, wo es noch mehr wird. Vermutlich macht man beides. Darf ich das Schneidwerk kaufen? Darfst du das Schneidwerk kaufen? Mach es. Welches war's? Capello? 9 Meter. Sonnenblumen 9 Meter. War das nicht Sonnenblumen und Körnermais oder sowas? Ist das Wesentliche wohl der Irre? Ich check mal kurz. Ja, ja. Ich habe hier zweimal, einmal das Axialflow 7130 und einmal das Capello, Diamant. Moment. Das ist das Diamond HS12, das hat 9 Meter und hat Mais und Sonnenblumen. Genau, und ist klappbar. Und ist klappbar. Mehr also Diamond HS12. So, Trecker sauber, perfekt. Und da geht die Kohle hin. Und die Performance. Sorry. So. Hat er sich einen Bonus gegönnt. Warum? Ach, du hast meinen kleinen Mitsauger gemacht. Ja, sicher das. So. Da können wir die ersparen. Ja, aber so ist es. So ist die Welt.
Und andere gehen für 1000 Euro im Monat auf Arbeit und versuchen ihre Familie zu ernähren. Ja, das ist so schlimm manchmal, ne? Unser Wirtschaftssystem ist toll. Aber in diesem Sinne, Randy? Ja, unser Wirtschaftssystem ist so toll. So, in dem Sinne soll es aber auch so toll bleiben. Nein, natürlich nicht. Aber ihr solltet morgen wieder einschalten. Deswegen Däumchen da lassen, nicht vergessen. Bei den anderen vorbeischauen. Alles verlinkt. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.